Also, aber Sie wissen, wovon wir reden. Ja. Denn darüber redet man ja jetzt, nicht? Ja, die Zeitung, überall, ja. Überall. Gut, Franz, schätzen Sie mal. Ich habe 12,80 Mark geschätzt. 12,80 Mark. Ich danke Ihnen. Tschüss. Und die Aline Gloth, hallo? Hallo, Helga. Na? Ich habe 12 Mark geschätzt. Also einmal 12 Mark, einmal 12,80 Mark. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, Zauberkunst oder scharfsinnig geplanter Trick? Wie hat der Bleistiftlutscher am Samstagabend in Wetten, dass seinen Trick gemacht? Am Telefon zunächst einmal der Pressesprecher von Faber-Castell, Peter Schafhauser. Tag, Herr Schafhauser. Ja, grüß Gott, Frau Gittau. Ich muss Ihnen erstmal ein Geständnis machen. Ich bin also nicht Peter Schafhauser von der Firma Faber-Castell, sondern Kurt Süßlich vom Zuckerrübenverband. Und mir schmeckt am besten Pompeianisch Rot mit der Farbnummer 191. Sehr schön. Auch nur mal Spaß beiseite. Sie wollen ernsthaft nachfahren. Geht's oder geht's nicht? Ja, Herr Schafhauser, ich habe gehört, dass Ihre Chemiker heute stundenlang Bleistifte in den Mund gehalten haben. Kann man dann nun die Farbstifte am Geschmack erkennen? Das will ich wissen. Ja, also es sind heute tatsächlich seit geraumer Zeit sind die ernsthaft dabei und haben sich an die selbst getestet, praktisch die Stifte, wenn man so will, auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja, ich weiß nicht, wie Sie das wissen, es sind ja Aquarellfarbstifte, die tatsächlich wasserlöslich sind. Mhm. Und es wird behauptet, na gut, man kann also bei Pigmente ja im Grunde auch einen gewissen Eingeschmack haben. Man kann vielleicht einige Grundfarben, schwarz zum Beispiel mit hohem Rußanteil, kann man vielleicht herausfinden oder auch das Rot oder auch das Weiß. Aber man müsste schon A, trainiert sein, B, sehr sensibilisiert sein, was die Geschmacksnerven der Zunge betrifft. Aber gerade eben, wie es in der Sendung gezeigt wurde, am Samstag Zwischentöne nun auch noch zu bestimmen. Ja, genau. Unmöglich, das sagt unser Chemiker. Denn da werden Pigmente miteinander noch einmal vermischt. Und außerdem besteht also ein Stift also auch noch aus Kaolin, aus Bindemittel und aus Wachs. Und gerade das Wachs überlagert die meisten Farb- oder die meisten Pigmentgeschmacksrichtungen. Ja. Also, Herr Schafhauser, eine andere These lautet, er hat mit den Fingern die Farbnummern auf den Farbstiften abgetastet. Also halte ich persönlich auch für unsinnig. Ich habe die Stifte hier vor mir liegen. Da wird also einmal die Farbnummer und auf der Gegenseite der gesamte Farbname, die Farbkennzeichnung wohl aufgeprägt, aber so dünn mit einer Metallfolie, man kann es nicht lesen, man kann es nicht erfühlen. Ich höre auch schon davon, dass man vielleicht mit Blindenschrift so, ich will mich nicht lustig machen darüber, aber es gibt ja Farben, mit denen experimentieren auch Blinde. Aber auch das ist ausgeschlossen. Wir haben also keine Blindenschriftprägung auf den Stiften. Also dieser Weg, eine Farbkennzeichnung zu bestimmen, geht nicht, meinen Sie? Auch ausgeschlossen. Mhm. Und Sie haben ja die Sendung auf Video aufgenommen und Sie haben sie sich mehrmals angesehen. Hat denn nun dieser Spaßvogel die Brille verrutscht und unten durchgesehen? Meinen Sie, das wäre gegangen? Nein, also ich habe es, wie gesagt, ich war dermaßen erschrocken an dem Abend. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und ich habe dann noch zweimal den Beitrag verfolgt, aber ich habe nicht gesehen, dass er noch einmal zur Brille gegriffen hätte. Zwischendurch schon mal gar nicht. Am Anfang hat er einmal kurz nachgerückt, aber ich gehe davon aus, dass vor allen Dingen auch, es wäre eine zu einfache, zu billige Lösung, wenn die Brille irgendwo, wenn er da hätte drunter sehen können. Mhm. Schließt sich auch aus und er hat nicht hingefasst an die Brille weiter. Herr Schafhauser, ich danke Ihnen zunächst einmal, ja, und begrüße jetzt in München den Kripo-Beamten und Hobbyzauberer Peps Zoller. Guten Tag, Herr Zoller. Grüß Gott. Herr Zoller, also die Brille war dicht, die Nummern abtasten, das geht auch nicht. Jetzt bleibt also nur noch die Information von außen. Und Herr Zoller, Sie hatten vor 25 Jahren einen Fall, wo eine Fallspielerbande mit Morsezeichen gearbeitet hat. Wie war das? Ja, das ist richtig. Sie haben gearbeitet mit Sender und Empfänger und die Signale wurden jeweils mit leichten Stromschlägen übermittelt. Ja, wohin übermittelt? Der Empfänger, der war verbunden mit Kontakten am Körper, ja, sodass jeweils die Impulse nur noch per Gefühl registriert werden konnte. Also ohne Ton, ohne visuell. Es war eine unheimlich gute Sache. Aha. Und es ist ja bei unserem Titanic-Spaßvogel auch so, dass er immer den Arm auf dem Tresen gelassen hat, ja? Ja, also diese eigenartige Handhaltung ist mir aufgefallen. Und zwar ist es so, wenn ich jetzt, ich schließe mich auch Herrn Schafhauser an, ich unterstelle, dass er nicht sehen konnte, das wäre zu primitiv auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite das Risiko, glaube ich, wäre
auch zu groß gewesen für ihn, dass der Thomas Gottschalk die Brille nochmal korrigiert. Mhm, also visuell bringt es nichts. Und wenn ich jetzt nicht sehe und ich habe einen Bleistift in der Hand, ich möchte wissen, ist die Spitze vorn oder hinten, was mache ich? Ich greife ganz natürlich mit der anderen Hand hin, um das festzustellen. Und das hat er nie gemacht? Das hat er nie gemacht. Er hat also mit der linken Hand, in der er den Bleistift hielt, sehr umständlich rumgefummelt, bis ihm dann der Gottschalk sogar den Bleistift noch selbst umgedreht hat. Und die rechte Hand mit der Serviette lag immer auf, es sei denn, er hat sie ab und zu zum Mund geführt, um sich den Mund abzuwischen, wobei aber auch der Ellenbogen immer am Tisch liegen blieb. Das heißt, da hätte doch dann der Empfänger sein können, nicht? Hätte sein können, hätte aber gar nicht müssen. Eigentlich für diese technische Lösung hätte er den Arm ohne weiteres bewegen können, denn die Antenne, die er benötigt, die kann ja genauso gut irgendwo im Hosenbein hängen, aha, wie man es heute bei drahtlosen Mikrofonen ja ständig hat. Mhm. Warum diese komische Handhaltung, da habe ich keine Erklärung dafür. Also, aber Sie meinen, Empfänger irgendwo am Körper wäre möglich und da hat man ihm dann die Farbe jeweils per Stromstoß zugemacht. Ja, schauen Sie, es ist im Grunde genommen, hört sich das furchtbar kompliziert an, aber es ist sehr einfach. Er hat ja zunächst immer die Grundfarbe genannt. Ja. Gelb, grün. Genau. Dann ging er erst ins Detail. Das heißt, dass ich ihm zunächst, wenn ich jetzt Assistent im Publikum bin, ich sende ihm zunächst die Grundfarbe. Weil der im Publikum weiß es ja, der sieht ja den Bildschirm, genau wie der Fernsehzuschauer auch. Mhm. Dann bestätigt er die Grundfarbe, dass er es richtig empfangen hat und jetzt gehe ich ins Detail. Und das wird der Herr Schaffhauser ja bestätigen, wir haben innerhalb der einzelnen Grundfarben ja nur noch einige Abstufungen und die muss er natürlich wissen. Genau, ein bisschen lernen vorher musste er und das hat er ganz sicher auch getan. Ja, das muss er lernen und die kann man ja wiederum alphabetisch ordnen nach Anfangsbuchstaben, sodass dieser Code auch wiederum sehr simpel gehalten sein kann. Genau, also alles in den Körper gemorst, ne? Aber, Herr Zoller, es heißt ja, dass der Kandidat vor der Sendung ganz allein in einem Raum getestet wurde und da konnte er doch gar keinen Morsehelfer haben. Wenn ich richtig informiert bin, hat er zu diesem Test seine eigenen Buntstifte mitgebracht. Und dann waren ihm die Augen mit einem Handtuch verbunden. Und verbundene Augen mit einem Handtuch, das ist also im Grunde genommen einer der leichtesten Taschenspielertricks überhaupt, dass man hier entlang der Nasenwurzel nach unten schauen kann. Aha. Also die Bedingungen, soweit ich informiert bin beim Test, waren nicht gleichzusetzen mit den Bedingungen während der Veranstaltung. Aha. Also Sie meinen, aus Ihrer jahrelangen Erfahrungen, in Ihrem Metier, dass dies die einzig wahre Lösung sein kann? Das kann ich nicht behaupten, nur ich würde dieses Problem so lösen. Sie würden es so lösen? Ich würde es so lösen und ich bin überzeugt, es würde einwandfrei funktionieren. Mhm. Und diese Fallspielerbande vor 25 Jahren hat ja sehr erfolgreich auf diese Art und Weise sehr gearbeitet. Erfolgreich, die sind eigentlich nur deshalb aufgekommen, weil Kiepitze festgestellt haben, dass derjenige, der den Empfänger hatte, der hat völlig unorthodox gespielt und trotzdem in der Regel immer gewonnen. Aha, aha. Und da hat man gesagt, irgendwas stimmt nicht, ja. Er hatte eine Information. Aha. Gut, Herr Zoller, ich bedanke mich sehr herzlich. Bitteschön. Wir werden es vielleicht erst in 3 Wochen erfahren. Ne? Ja, mit Sicherheit. Gut, ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss, Herr Zoller. Ja, ganz schnell noch die Auflösung unserer Frage. Die Farbstifte der Marke Albrecht Dürer, die er benutzt hat, die kosten genau 68 Mark und 40 Pfennig.